Jeder Einfluss aus unserer Umwelt hinterlässt seine Spuren in jedem von uns. Oft leben wir deshalb nicht mehr das Leben, für das wir ursprünglich angelegt waren, sondern passen uns diesen widrigen Umständen an. Wir verbiegen uns sozusagen. In der Folge kann es zu einer ganzen Reihe von Krankheitserscheinungen kommen. Ein Autobiognomietherapeut unterstützt den Patienten dabei, seine ursprüngliche Gesundheit zu erfahren und seine individuellen Anlagen optimal zu entfalten. Wir geben selber kein Therapieziel vor. Wir möchten natürlich dem Patienten helfen, aber wir sagen nicht, wie der Patient das zu erreichen hat, sondern wir versuchen den Patienten darin zu unterstützen, dass er seine eigenen ganz einzigartigen Wege findet, wie er selber gesund werden kann. Also dieses Nicht-Vorgeben des Therapieziels und des Therapieweges ist mir wichtig. Die ist ein bisschen empfindlich, fast schmerzhaft. Die ist auch etwas eingezogen und auch rötlich. Ich lege den Arm nochmal ab. Beugen ist sehr schwierig. Ja. Gut. Mittelglied und Endglied hier gehen nicht gut. Ja? Dann ganz wichtig auch der Satz, der vielleicht banal klingt, weniger ist mehr. Das bedeutet einfach zu lernen, mit einfachen, aber klaren und sinnvollen Reizen dem Patienten ein Angebot zu machen, sodass er daraus etwas schaffen kann. Der Gegensatz dazu ist natürlich, der nicht in den Prinzipien steht, wer wenig tut, muss viel wissen. Das heißt, damit es auch passt. Also man kann da eine Menge lernen. Die Orthobiognomie wurde von dem Anglo-Kanadier Arthur Lincoln Pauls etwa Mitte des letzten Jahrhunderts begründet. Pauls beobachtete, dass bereits die einfache Lagerung eines Patienten in schmerzfreier, bequemer Position dessen muskuloskeletale Spannung erleichterte und fand dabei raus, dass eine Verstärkung der eingenommenen Schonhaltung dem Organismus einen Impuls zur Selbstkorrektur gibt. Das Dritte ist, dass wir sagen, wir nehmen das, was der Patient uns zeigt, erstmal wahr und überzeichnen das, was wir wahrnehmen, helfen ihm dabei zu spüren, wo er aus dem Gleichgewicht sein könnte. Schmerzhaft. Ja. Und an den Ansätzen auch. Spitz, ja. Genau, dann würde ich mal anfangen, indem ich hier dem Muskel ein Nest baue. Jetzt ihr Schulterblatt nach vorne ziehe. Merken Sie, dann nähert sich das Ganze an. Ist es noch so empfindlich vorne? Und hier ist auch nicht mehr so empfindlich. Jetzt kann ich auf beiden Seiten im Bereich der Ansätze eine leichte Massage geben und in der Entspannung durch die Annäherung, durch den Nestbau, der Muskel kriegt er dadurch, was er will. Er kriegt die Annäherung, die er mir vorgezeigt hat. Und überzeichnen das, was wir wahrnehmen, helfen ihm dabei zu spüren, wo er aus dem Gleichgewicht sein könnte. Das Beispiel, ein Patient liegt krumm wie eine Banane auf der Liege. Wenn man ihn gerade rückt, fühlt er sich krumm. Wenn ich das überzeichne, wie er liegt, dann wird er sich krumm fühlen und sich zurechtruckeln und in der Regel wieder ins physiologische, ausgewogene Maß zurückkehren. Und jeder Behandlungsschritt muss für den Patienten interessant, besser noch angenehm und wohltuend sein. Und da geht es nicht um eine softe Wellness-Technik, sondern wenn wir eine Therapie anwenden, die Angst macht, die Abwehrmechanismen auslöst, dann wird er in seiner Eigenregulation blockiert werden. Und was natürlich sehr, sehr erfreulich ist, ist ein letztes Prinzip, dass es dem Therapeuten gut gehen muss bei der Behandlung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich auf meine Körperhaltung achte, auf meine Befindlichkeit achte. Dadurch werde ich automatisch selber zum Vorbild für den Patienten, der dann lernt, okay, es ist wichtig, dass man auf die Haltung achtet. Es ist wichtig, dass man sich nicht überanstrengt. Es ist wichtig, dass man die eigenen Grenzen einhält. Und in diesem für mich Sorgen, sorge ich für den Patienten. Das ist ein unwillkürliches Geben und Nehmen. Die Methode zeichnet sich insbesondere durch ihren salutogenetischen Ansatz aus. Das bedeutet, im Gegensatz zu vielen anderen manualtherapeutischen Verfahren korrigiert oder manipuliert der Therapeut seinen Patienten nicht, denn die Orthobiognomie definiert sich eher über ihre Behandlungsprinzipien und Behandlungsebenen als über spezifische Techniken. Und ich tue so, als würde ich jetzt in der Aura eine schöne Schutzhülle um den Muskel wickeln. Also wir haben tatsächlich für unsere Patienten einen Beipackzettel geschrieben, weil die Reaktionen auf die ersten Behandlungen sehr heftig sein können, mit Gliederschmerzen, Muskelkater, Übelkeit, Kopfschmerzen bis hin zum Fieber. Wir warnen Patienten vorab, auch psychisch können sie heftig reagieren, dass sie dann gereizt oder traurig sind, schlecht schlafen können oder sehr, sehr müde werden.
Das sind aber normale Behandlungsfolgen. Das sind keine Nebenwirkungen im eigentlichen Sinne. Wir erklären das in der Analogie zum Sport. Wenn Sie einen neuen Sport ausüben, kann es sein, dass Sie sich hinterher wie zerschlagen fühlen und jeder weiß, dass es in Ordnung ist. Es gibt aber tatsächlich Kontraindikationen. Die eine Kontraindikation ist, der Patient mag es nicht. Weil manche werden dann doch so erschüttert in ihren Weltvorstellungen, Glaubenssystemen. Die haben dann Angst vor energetischen Aspekten oder es ist ihnen zu intim, also weil es ihnen zu nahe geht. Sie werden wirklich berührt, weil wir mit ihm arbeiten, nicht an ihm. Und die harte medizinische Kontraindikation sind Patienten mit schweren psychiatrischen Erkrankungen, die dann Persönlichkeitswahrnehmungsstörungen haben. Denn wenn diese Menschen darum kämpfen, sich zu orientieren, wer bin ich eigentlich als multiple Persönlichkeit in schizoiden Schub, und dann kommen noch die Selbstwahrnehmungsveränderungen durch die Autoepidemie hinzu, dann ist das kontraproduktiv. Das darf man dann nur machen im Zusammenhang der Kooperation mit einer psychiatrischen Einrichtung oder wenn entsprechende Fachärzte das begleiten. Ja, wir erleben immer wieder durch Rückmeldungen der Kursteilnehmer, aber auch in unserem eigenen Leben, dass eine Sache ganz sicherlich wahr ist: Autoepidemie ist nicht eine Technik, die wir anwenden, sondern Autoepidemie ist eine Philosophie. Philosophie mehr so in diesem angelsächsischen Sinne, eine Lebenshaltung, eine Einstellung, ein Blickwinkel auf die Welt, der das Leben interessanter, spannender und schöner macht. Die Orthobiognomie ist in der Regel ein sehr sanftes Verfahren. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen eine Behandlung mit Orthobiognomie vorliegen, beziehungsweise Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem befugten, fachkundigen Therapeuten.